Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hinterm Horizont. Mit dabei wieder die Manu. Hallo Manu. Hallo Antonina. Ja, wir haben jetzt in der Zwischenzeit mal einmal geschlafen. Was sehen meine verwundeten Augen? Wir haben jetzt in der Zwischenzeit einmal geschlafen. Noch zu jung, okay. Aber nicht mehr lange. Also das kann Nee. nicht mehr lange dauern. Und haben uns quasi die Taschen vollgepackt und wollen jetzt nach Waldheim gehen, Genau. um ein paar, Entschuldigung, ein paar Steinchen zu verkaufen und Tiberius glücklich zu machen. Genau, und unsere Hühner glücklich gemacht, dass wir endlich ein paar Körner bekommen. Und vielleicht kann man von diesen Körnern ja auch was einpflanzen, dass wir das Hühnerfutter dann selber anbauen Wir können. müssen noch mal neue Aloe Vera Samen bekommen. Wie viel hatten wir noch? Ich weiß noch nicht mal mehr, wie viel wir abgegeben hatten schon. Ich glaube, wir haben vier abgegeben. Vier oder fünf haben wir abgegeben. Ich würde sagen, wenn du noch fünf Was Stück ist denn kaufst, das dann bist du Gelbe auf jeden hier? Fall. Pilze, Bist dann ne? auf der sicheren Seite. Ist das Sandstein? Nee, oder Pilze? Pilze. Ja. Wir hatten ja in der letzten Folge festgestellt, wir müssen ja demnächst dann auch noch wieder auf Eisensuche gehen. Kleine Ja. Eisenbrocken dürfen wir ja jetzt mit der Kupferspitzhacke machen. Genau. Mit der Sonne im Gesicht ist das Holzfällers. Es ist das für Holzfäller gefährlich. Also, hallo Andrina, montags freue ich mich immer auf eine weitere Woche in den Wäldern. Es gibt dort so vieles zu entdecken. Na denn. Gut. Hey Andrina, schön dich zu sehen. Bitte? Bitte. Okay. Gut. Also demnächst, die nächsten Folgen müssen wir dann mal zusehen, dass wir genug. Kriegen wir den da oben? Sorry, aber ich muss es leider. Ja, ja, probier doch. Das ist doch. Lassen wir das ja, ne? Granit. Granit ist das. Das ist nicht Eisen. Okay, da brauchen wir dann doch die bessere Spitzhacke für. Ja. Ja, hier ist das Wasser auch zurück. Ja, Zurückgegangen, richtig. Ja, ja. genau. Ich hatte ja gelesen, dass Katastrophen, wenn wir nicht so lange bleiben, Gott sei es Gedank gepriesen und Ja, gepfiffen. zum Glück. Hier war ja das, wo das hier, dieses. Ja, also da bin ich Bin ich auch gespannt, ob mal das gespannt, Wasser noch ja. weiter zurückgeht, dass wir dann da ran können irgendwie, ne? Das sieht Also schon auf sehr jeden interessant aus. Fall müssen wir demnächst dann Eisen jagen gehen. Ja, unbedingt, unbedingt. Damit wir auch. Damit können wir. Warte mal, ja, ich hatte bei der Ausrüstung gar nicht geguckt gehabt. War da auch ein Rezept für ein Säbel oder ein Schwert dabei? Oder war das erst später? Nee, nur für eine Pickaxe und für einen So, Tiberius würde ich jetzt mal dazu tendieren, Tiberius. dass der da oben irgendwo war, ne? Hier. Ich meine auch. Steinmetz Tom. Wald der Schmiede. Und hier fingen ja dann schon die Höhlen, die anderen Höhlen an hier, ne? Richtig. Hier das ganze Zwischenstück haben wir nicht, warum auch immer. Ich weiß gar nicht, was da Habe ich mich war. gerade auch gefragt. Das weiß ich auch nicht. War da nicht irgendwie, dass wir da nicht hinkamen? Irgendwie nicht noch. Zauber Nial. Hier oben. Also wir waren hier oben auf jeden Fall schon. Ja. Hier war auch noch wieder eine Höhle. Ist bestimmt auch noch überall so Eisenerz dazwischen. Tiberius, hast du gesagt, ne? Das ist. Ja. Nieder. Tiberius. Steinmetz. Ist der Bursche denn? Was war der denn nochmal? Der Alchemist Tiberius. Ah, der Alchemist ist das. Okay, oh Gott, dann sind wir ein weiter Weg. Ne? Wir Wo sind wir? sind hier. Wir Ach müssten so, gleich geht da ja noch. sein. Ja, okay. Huch. Warum gehst du jetzt nicht? Achso, weil ich auf F gedrückt habe. Man sollte die richtigen Tasten drücken.
Theoretisch müsste das hier Tiberius sein. Ja, das wäre ja... Theoretisch. Gucken wir mal. Nee, das ist nicht... Nee, das sieht aber nicht aus wie Tiberius, oder? Das ist Helmut. Helmut, was machst du bei Tiberius? Was ist denn das da los? Das ist nicht Tiberius, glaube ich. Warte mal. Nein, das war Helmut. Tiberius Haus, wir sind... Etwas tiefer sind wir, ne? Da unten stehen wir. Wir müssen noch weiter runter. Ah, da. Und dann links. Grünes Dach. Grünes Dach. Mhm, also das hier. Oh, wer bist du denn? Das ist eine Frau. Ja. Sophie, hallo Andrina, ich habe ein Geschenk für dich. Ach. Vielleicht kannst du mir mehr darüber erzählen. Du bist leider nicht bereit dafür, ich komme später, wenn sie dein Bus seine. Vielleicht, ja, bis bald. Aber wir haben noch so eine Blume gekriegt. Ah, ja, das ist gut. Ich glaube, mit ihr sollten wir öfter mal reden. Ja, das wäre nicht schlecht. Aber wo ist Tiberius? Das ist eine sehr gute Frage. Hat der montags nicht offen oder was? Was ist denn was hier für Öffnungszeiten? Warte mal. Von 12 bis 18 Uhr. Ja, müsste ja gleich soweit sein. Einen Moment warten, dann müsste er ja gleich auftauchen. Oh. Guck mal hier. Was ist das? Birnen? Orangen? Nee, Birnen sind nicht Orangen. Bitte. War klar. War klar. Das war so Krummel. Klar. Das war so klar. Oh Mann. Das ist nicht nett. Nein. Guck mal, Hühner, Hasen. Alles in einem Stall. Ja. So, das da, da, da. Kann man hier schon was klauen? Ach nee. Du hast ein Gewissen, denk dran. Habe ich vergessen, dass ich das hatte. Ach so. Wenn die Sonne scheint, lacht mein Herz. Ja, meins das auch. Das ist schön. Da Nein. ist er. Komm ran hier jetzt, Chef. Guten Tag, Andrina. Bis bald, Tiberius. Vergiss es. Ich will erst... Ach, Mann. Das auch so machen muss? Ja, ne? Da fürchte ich. Mhm. Bist du sicher, dass der das war? Tagebuch. Ja, Tiberius. Tagebuch. Reagenzien für Tiberius, zweite von oben. Hab ich losgeschickt, um diverse Reagenzien für ihn zu besorgen. Ich soll 4 Wieselfarmblüten, 60 gelbe... Nee, das war das nicht, oder? Nebenquest. Doch. Irgendwas war... Die Farmblüten sehe ich im Wald. Das Pigment stammt von einer gelben Flechte und das Schwefelpulver. Versuch doch mal ihm einen zu geben. Also ich weiß, dass das für irgendwann hatten, weil hier ist Energiekristall Tiberius. Also das haben wir auch geschrieben. Mehr als nicht annehmen kann er hier wahrscheinlich nicht. Doch, hat er genommen. Anerkennung bei Tiberius gestiegen. Quest abgeschlossen. Also doch, aber wieso haben wir die? Ich fand die da nicht. Weiß es nicht, kannst dir nicht sagen. Warte mal. Tagebuch. Aber bestimmt ein Alfred braucht Hilfe auf dem Hof. War es waren Geschenke. Das ist auch möglich. Frühlingsblume möchte Hilfe bedanken. Ich soll sich für Lena einen Frühlingsblumenstrauß anfertigen. Wieder schenken. Gertrud möchte sich bei Lena für die Hilfe bedanken. Ich soll für Lena einen Frühlingsblumenstrauß anfertigen und ihr ihn dann schicken. Mhm. So, warte mal. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir hier ein paar Steine loswerden. Ja, bestimmt. Azurit. Also das nimmt er auf jeden Fall alles. 350 für alles. Naja.
Oh, das ist schon mal ein guter Preis. 7 Stück. Alles verkaufen? Ja, weil die findest du in der Höhle ja immer wieder. Aber würde ich mal einen verkaufen. Wenn das irgendwie geht. Kann ich nicht. Diesen hier auch, ne? So, wir haben jetzt 1800. Das muss jetzt erstmal reichen. Das muss jetzt erstmal reichen. Ja, der verkauft auch, der hat ja sowieso, verkauft keine Körner oder sowas, ne? Wenn du was siehst, schrei. Ich kann es nicht so wahnsinnig gut erkennen, aber ich glaube, das ist alles was anderes, ne? Pilze? Sporenpfifferling, sporenweiße Koralle. Koralle? Das ist diese Akeleistaude, das ist das Ding. Die ist das. Und Was den kostet Samen denn das? dazu. Was kostet das? Der Samen? Die Staude kostet 24, der Samen 12. Und wenn du mal 3 mitnimmst? Ich muss jetzt erstmal das andere. Wir brauchen Aloe. Stimmt, Aloe brauchen wir und Körner. Das ist vielleicht vorrangig erstmal, das stimmt. Aber Aloe hat er nicht, ne? Die haben wir auch Nee. woanders her Nee, 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 gehabt. nee, nee. Na gut, wir haben ja noch ein paar zur Auswahl da. Ja, also mit den Steinen, das ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Das heißt, kommst nicht raus. Ich habe immer Schwierigkeiten, die Sachen zu finden. So, würde es gerne nochmal ins Journal gucken. Nebenquest. Erdbeeren und Blaubeeren für Tiffany. Ja, Reagenzien für Tiberius. Erdbeeren haben wir noch keine, die wir Nee. noch besorgen müssen. Wolle für das Kissen von Gertrud. Müssen wir auch kaufen. Darf die Wolle liefern. Er braucht 6-mal Schafswolle und 2-mal Hasenwolle Ach du dafür. Schande. Alfred braucht Hilfe. Magd erwähnt, dass dem Mann Alfred auch Hilfe bei seiner Arbeit auf dem Bauernhof. Wollen wir mal gucken gehen? So. Alfred und Magd da waren wo? Ziemlich weit unten, ne? Ja. Da, das rote Haus. Oh, da sind sie schon. Ja, das Alfred große und Rote. Magda, rotes Haus. Vielleicht kriegen wir von dem irgendwas, was wir gebrauchen können. Eigentlich müssten wir uns um das Portal kümmern, ne? Ja. Ja. Oh, wir sind, glaube ich, schon vorbei an Alfred und Magda. Ja. Rotes Haus? Nein. Weiter links, ne? Ich habe nur den Brunnen hier gesehen, weißt Ach so. Expandiert war. Oh, Riesenhaus, kann ne? ich ja sowieso nicht ran. Nein, dein Gewissen. Magda, hallo, ich habe etwas Schönes für dich. Mein Mädel. Was habe ich jetzt gekriegt? Oh, Das schon war wieder der. Erde, sehr schön. Also hier diese Dünger. Ja. So. Wo haben wir Und denn Alfred? stand da gerade noch irgendwas? Bei ihr? Oder habe ich da jetzt irgendwie falsch ge. Ach, mit den Tieren. Ja, schon gut, ja. Jetzt müssen wir hier Alfred suchen, oder was? Dein Ernst? Ja, auf dem Feld ist das schon mal nicht. Ja. Hast du dir so gedacht, Schwein, Sieht ja auch putzig. wa? Ah. Hier ist was kaputt. Ja, ich wollte nur gucken, ob ich den hier unten irgendwo sehe, aber es sieht schlecht Ja, aus, sieht ne? nicht so aus, ne? Aber der Hof ist riesig, ne?
Ja, riesig. Das Haus ist schon alleine. Der kann ja, der kann ja jetzt hier überall sein. Ja, das stimmt. Eselchen. Schätzt man, das gehört ja auch alles noch hier zu, ne? Ich denke auch. Ja, hier müssen wir auch irgendwann weiterkommen. Ja, das können wir ja nicht kaputt machen, ne? Da braucht man bestimmt eine andere Spitze. Oder von der anderen Seite. Ja, obwohl, der muss ja weg. Hm. Oh Mann. Pferdchen. Cool, die Pferde. Ja. IA, der hat richtig IA gemacht eben. Guck mal, da liegt was. Oh. Was ist das hier? Was ist das? Oh. Guck mal, da unten ist noch eins. Komm, weiter runter auch. Warte. Da. Oh. Oh. Und was ist das? Ich habe nicht einen Hauch einer Ahnung und es war wahrscheinlich auch nicht nett, was ich gemacht habe. Ach, ich glaube schon. Vogelei. Okay, du hast... Ich hab den Vögeln ihre Eier geklaut. Ja, okay, Mann. Oh, guck mal hier, Kätzchen. Gott, haben wir bestimmt auch später. Ja, stimmt. Ach du Scheiße, ich hab die Vögeleier... Ob das jetzt so gut war, ich weiß nicht. Naja, man wusste ja nicht. Jetzt hab ich denen die Kinder geklaut. Ja, du, dein Gewissen hat nichts gesagt. Kann man sich auch nicht drauf verlassen. Oh, ich bin ein sehr, sehr schlechter Mensch, ehrlich. Ja, ist leider so. Bist du gemein zu mir? Nein, aber ist, ne, also. Ich sag mal, wenn das nicht erlaubt wäre, dann hätte sich da eigentlich dein Gewissen meldet. Aber hat. Ach, guck mal da. Ganze Familie. Kannst du mitnehmen. Guten Tag, Reisende. Alfred, servus. Hallo, ich bin Andrina. Deine Frau schickt mich. Deine Frau meinte, du kannst mir was für. Deine Frau schickt mich. Das ist gut. Ich hätte da so ein paar Dinge, die zu erledigen wären. Und meine Frau meinte, du hättest gerade Zeit dafür. Zuerst einmal müssen die Pferde unten auf der Koppel gefüttert werden. Hier, ich gebe die Äpfel mit, die lieben sie ganz besonders. Versuche möglichst alle zu füttern, aber den Eseln darfst du nichts geben. Die hatten schon genug. Okay. Natürlich! Und wer garantiert mir jetzt dafür, dass ich die nicht esse? Ich werde müde. Natürlich wirst du müde. Ja gut, wenn du dich weit genug wegstellst, dann müsste es eigentlich gehen. Also du hast schon die Vögel beklaut, ne? Jetzt ess nicht noch den Pferden die Äpfel weg. Nein, du konntest ja nichts dafür. Ich brauche das bestimmt noch. Wie geht denn das jetzt? Ah. Du hast ihn in dein Ernst? Was? Ach, nichts. Na gut. Warte. Das kann rein, das kann rein. Die Eier, die Vogeleier. Ja, was macht man? Ach, die kommen in die Nahrungskiste. So, so. Das ist sehr interessant. Boah, bist du ein schlechter Mensch. Bist du ein schlechter Mensch? Das war nicht nett. So, sie ist ausgeschlafen. So. Na denn, auf zu den Pferdchen. Das ist. Oder? Noch zu aber jung. Dann, ja, beim nächsten Mal aufwachen. Wasser ist noch da, aber Kartoffeln morgen muss ich ja gießen. Auch, ja, die Kartoffeln müssen auch gut sein da oben. Die sind gut. Ja, ne? Das denke ich nämlich auch. Ah, ich habe schon wieder keinen Platz.
Oder, ja, ich kann's, oder ich kann nicht genug aufnehmen. Da unten ist Samen. Ja, deswegen. Ja. So, Blaubeeren sind auch noch nicht. Die sind ja erst im Herbst. Im Herbst, genau. So und so. Auf geht's. Diese Rennerei immer. Ja, na gut, das ist ja Gott sei Dank, wenn wir das mit dem Portal machen. Ja, wir müssen aber dafür runter in die Höhle. Ja. Und da war einiges los in der Höhle, ne? Was? Wie kommst du denn auf die Idee? Ich meine, mich vage erinnern zu können. Also definitiv kannst du dir schon mal aufschreiben für nächste Folge. Wir müssen Eisen sammeln. Eisen suchen und sammeln. Weil wenn wir dann auch bessere Axt und Spitzhacke machen können. Ja, eben. Aber ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Dann können wir auch das mit Kier, den besseren Säbel. Konnten wir den besseren Säbel? Hallo? Hey, warte mal. Hey, ich meine, quatsch mich. Okay, hätte ja klappen können. Ich meine, Säbel wäre nicht dabei gewesen, aber wir können ihm ja auch so ein... Achso, meinst du besserer Säbel, ne? Wenn wir den besseren... Aber es kann nicht, wird nicht funktionieren. Wenn wir den besseren Säbel kriegen und wir... Ah, ich verstehe, was du meinst. Dann müssen wir den alten Säbel... Ja, einsetzen, theoretisch. Ja. Ja, gut. Dann müssen wir ihn wohl dann auch so eins machen. So ein Einsäbel machen wahrscheinlich. Aber das geht ja dann gar nicht. Also, das ist ja dann auch schwierig. Also, angenommen, du willst dann später einen zweiten Säbel machen, dann müsstest du rein theoretisch erst einen kupfernen oder einen schlechteren Säbel machen, um den dann einzusetzen für einen besseren. Ja. Das klingt irgendwie auch kompliziert. Nein, bin ich da nicht bei. Wieder Vogeleier? Psst. Welche Vogeleier denn? Nein. Ich habe gar keine Vogeleier gesehen. Natürlich nicht. Wir sind ja auch alle. Was denkst du denn von mir? Ja, ich. Ist ja keine mehr da. So. Erde unten, ne? Ach, überall Obst. Guck mal. Mann. Ja. Wer steht denn da? Manfred. Ja, also die Esel haben schon und die Pferde sollen noch. Sollen alle. Hauptsache, ich treffe auch alle. War das noch weiter runter oder war das schon hier? Das ist dieselbe in der Hand. Ich weiß. War noch weiter runter. Oder? Ich meine ja. Oh. Da war ja irgendwo eine Koppel, da waren Eselchen und Pferde drauf, ne? Ah, das sind die Eselchen. War die das? Ja, da sind ja auch Pferde dabei. Aber das wird bestimmt nicht einfach. Dass man. So, Z. Okay. Eins. Ah, cool. Zwei. Drei. Das, genau, wie das? Vier. Wie viel hat er gesagt? Sind da? Sechs. Ja, aber dann weiß doch nicht mehr, welche ich. Die vier hast du jetzt. Ja. Im Stall, vielleicht. Nee, hier sind nur Esel.
Die vier oben habe ich. Das ist ein Esel. Noch ein Esel. Ach, das nicht, die zwei sind auf einer anderen Koppel. Welche? Ach, wo? Nee, ich frage mich das. Ob die auf. Warte mal, Journal. Ach ja, genau. Das kann man. Füttere drei Pferde. Oh, ups. Ich sollte zu Alfred zurückkehren. Okay. Oh Mann, jetzt hab ich dich jetzt schon hier dabei. Oh, herrlich. Ja gut, wir haben, also das bringe ich aber auch nicht übers Herz, ne? Also es sind vier Pferde und du fütterst drei. Das ist aber auch nicht schön. Also, sind zwei Äpfeln, könnte ich noch was anderes machen. Wo ist jetzt das Haus? Ach, sind wir schon vorbeigelaufen? Nein. Oder? Aber fast. Ja. Aber fast. Aber der war jetzt nicht zu Hause, oder? Oh, Alfred. Ja, werden wir sehen. Warum? Das Kind ist auf jeden Fall. Da ist er. Hallo. Ach nee. Das ist Colin. Baby. Oder so. Colin. Wo ist das Alfred? Kannst du nicht diese Quest da markieren, dass du ihn findest? Ja, erledigt. Und jetzt? Eben stand er noch, wo wir losgegangen sind, stand er hier noch an den Bäumen rum. Tja, wo ist der jetzt hingelaufen? Das ist eine sehr gute Frage. Warte mal, ich will nur mal die Äpfel und das hier nach hinten räumen. Damit ich nicht mit irgendwas in der Hand rumrenne. Ne? Ja. Ja, schlecht gelaufen, ne? Ich will jetzt aber auch nicht warten, bis der abends kommt. Ach so, du meinst da in dieser Taverne, ne? Oder Restaurant, was das ist, wo die sich alle treffen. Wir können ja auch hier drinnen warten. Magda ist schon hier drinnen? Nee, das ist Niki. Du Streunerin. Niki. Bin keine Streunerin. Stimmt überhaupt gar nicht. Nein. Ja, gute Frage. Nächste Frage, ne? Warten oder nicht warten? Ja, der hat jetzt nur den Pfeil. Das heißt, das ist erledigt. Aber wo wir die bei ihm abgeben? Ja, das ist wirklich ein bisschen... Keine Ahnung. Weißt du noch, um wie viel Uhr die sich da immer einfinden? In diesem... Guck mal, Vogeleier. Oh. Unglaublich. Hast du gelesen, was da stand? Doch, null Tage bis zu brüten. Gezähmt stand da. Oh, das ist aber bedauerlich. Das ist ja so, so bedauerlich. Vorsicht, ihr Tiere, bringt eure Eier ein. Das ist ja auch knapp. Das Gewissen hat versagt, auf ganzer Linie. Wie das Gewissen? Welches Gewissen denn? Kein Verlass mehr drauf, ey. Was? Wo Eier drauf sind, dann sollte auch Eier drin sein. Wo ist Alfred? Ja, ich glaube, das werden wir nächstes Mal machen müssen. Ja. Das, glaube ich, werden wir nächstes Mal machen müssen. Das denke ich auch. Weil der scheint ja irgendwie jetzt doch nicht aufzutauchen. Also wir haben noch nicht, wie spät haben wir? Fast 18 Uhr. Was ist denn mit diesen dunklen Blumen hier? Sind die kaputt? Siehst du die links? Die sehen so dunkel aus. Ja. Sind die tot? Scheint so.
Und die liegen hier auch. Hier ist auch richtig Schatten, siehst du das? Ja. Ich weiß, es Pflanzen zwischen. Ja. Ein Pferd. Oh, Obst. Ja, nirgendwo zu sehen, ne? Nee. Nee. Nochmal reinkicken. Ja. Also ich verstehe nicht, dass das nur manchmal markiert ist. Also so, dass man praktisch findet, wo man die Quest beenden muss. Das ist schon irgendwie... Jonas. Warte mal, bei denen... Oder dass man zumindest sieht, wo die einzelnen Bewohner sich aufhalten auf der Map. Da steht jetzt auch nicht dran, wie viel Sympathieherzen man haben sollte, ne? Hm. Gut. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt hier vor dem Haus von Alfred und Magda. Alfred und Magda stehen und machen bei der nächsten in der nächsten Folge weiter, sodass wir da zu ihm gehen können und uns unter Umständen die eine oder andere Belohnung abholen können. Ja. Wollen, wo ist dein Vater? Unter Umständen die ein oder andere Belohnung abholen können, um dann weiterzumachen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann ja, schaut beim nächsten Mal wieder rein. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao und wartet mal. Nein. Wer ist das? Magda oder Alfred? Alfred, sei gegrüßt, Andrina. Denk daran, dir eine Schaufel zu besorgen. Damit kannst du Samen und Pflanzen auspflanzen, Schnee schippen und Wege entfernen. Alle Pferde sind zufrieden und satt. Na, zufrieden sind sie nie, aber wollen sie noch mehr? Immer wollen sie noch mehr, aber danke für deine Hilfe. Das bringt mich auf einen Gedanken. Du solltest meine Frau nach der Tiersprache fragen. Sie könnte dir bestimmt das eine oder andere beibringen, damit du besser zurechtkommst. Manchmal glaube ich, sie versteht die Tiere besser als uns Menschen. Hm. Das mache ich auf jeden Fall. Mhm. Wenn man dem alten Kian zuhört, meint er ja, dass sogar Steine einem von der Welt erzählen können. Genug geplaudert. Als zweites könntest du für mich etwas Holz hacken. Ich brauche unbedingt Nadelholz für einige Zaunreparaturen. Nördlich von Waldheim, aus oberhalb von Nials Haus, gibt es ausgedehnte Wälder. Schlage dort einige Bäume und bringe mir das Holz. Hm. Neue Quest, ja. Neuer Tag, neue Folge. Nun genau. Aber, bis zur nächsten Folge. In diesem Sinne, ciao und bye bye. Tschüss.